Seit Jahrhunderten handeln Großbritannien und Portugal mit Portwein. Die großen Portweinmarken. Unternehmen, die hauptsächlich von britischen Familien gegründet wurden, die im 17. Jahrhundert nach Portugal kamen. Krankheiten der Weinreben, Attentate, Revolution und die Diktatur. All das haben sie überlebt. Aber jetzt kommt eine neue Bedrohung auf sie zu, der Brexit. Der Brexit ist eine ernste Bedrohung. Wir spüren in unserem Geschäft, dass das Pfund seit der Abstimmung im Juni 2016 einen Wertverlust von 15% hatte. Es ist durchaus möglich, dass das Pfund um weitere 15% fällt, wenn sie mit einem harten Deal aussteigen. Das wäre katastrophal für unser Geschäft, denn der einzige Weg, den Wein weiterhin anbieten zu können, wäre, die Preise anzuheben. The only way that we would be able to continue to do business would be to raise prices. Aber ich glaube kaum, dass die britischen Kunden bereit sind, weitere 15% mehr für ein Glas Port zu bezahlen. Unsere Erträge würden sich dann halbieren, und das wäre wirklich ernst. Großbritannien ist einer der Hauptabsatzmärkte für Portwein. Beim Produzenten Taylor macht das 25% des Umsatzes aus. Wenn sich unser Geschäft mit Großbritannien wirklich halbieren würde, dann bedeutet das rund 10 Millionen Euro Umsatzeinbuße. Und das ist nicht nur für uns von Bedeutung, sondern für das ganze Douro-Tal hier und alle unsere Mitarbeiter. Es ist nicht so einfach, einen neuen Markt zu finden. Das braucht Zeit. Wenn wir bei dem Vertrag von Frau May bleiben oder ohne Deal aus der EU ausscheiden, wird es mindestens noch 4 weitere Jahre Unsicherheit geben, in denen es sehr, sehr schwierig sein wird, Geschäfte zu machen. It becomes very, very difficult to do business. De uma forma ou de outra, há uma questão que importa. Es ist ein ganz wichtiger Punkt für die Portweinproduzenten, diese Unsicherheiten zu klären. Denn viel wichtiger als die Frage, was mit dem Brexit passieren wird, ist für sie, wie sie sich in Zukunft in diesem neuen Markt mit seinen neuen europäischen Richtlinien verhalten sollen. Als Brüssel und London sich auf den Brexit-Vertrag geeinigt haben, hielt Portugal ihn für gut, weil er die Portweinindustrie schützt. Aber jetzt, da der Vertrag in Gefahr scheint, ist die Unsicherheit mehr denn je das Etikett für diesen historischen Handel zwischen Großbritannien und Portugal.